Moin Leute, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu diesem erneuten Video, heute wieder mit dem guten Linus. Es ist arschkalt, aber wir wollten unbedingt fahren und jetzt nehmen wir ein Video auf. Wir wollen eigentlich unsere Bikes waschen, wir wissen aber nicht, ob wir es gleich wirklich tun, weil... Das ist echt Geldverschwendung. Also, mach mich übel nass. Wir fahren jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Hometown meiner alten Schule. Und gucken ein bisschen, was abgeht. Das ist der, heute ist der dritte, oder? Ja. Yeah. Es ist der 3. Januar und ich glaube, Schule hat angefangen. Wir wissen es aber nicht. Ich fäng das immer erst so Mitte der Woche an, so Mittwoch. Ach, keine Ahnung. Wir sehen es gleich. Und ich frage mich halt ehrlich, was sich die Leute jetzt denken, wenn hier so zwei Spasten bei diesem Wetter mit Motorrad durch die Gegend cruisen, ehrlich. Junge, der fährt aber ganz, ganz chillig auf unserer Spur. Die City ist tot, wie man es eigentlich sich hätte schon denken können. Junge, ist das laut. Hat sie gerade geschrien? Ja. Wieso hat sie geschrien? Aber sie hat sich gefreut. Ach so. Sie hat sie gefreut. Ah, nice. Habe ich Wheelspin, wenn ich das mache? Junge, ich bin richtiger Stunterboy geworden. Jetzt erstmal gegen das Auto fahren. Ich habe das schon verlernt, Videos mit Motorrad aufzunehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, ganz komisch, ja. Oh Mann. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Beste fandet. Und schreibt auch in die Kommentare, was wir machen sollen, wenn wir wieder Motorrad fahren, wenn gutes Wetter ist. Irgendwie, ja, jetzt ob wir. Können wir leider nicht so viel machen. Ja, weil was sollen wir tun? Wir können keine Kurven fahren, weil es so nass ist, es lohnt sich halt einfach nicht. In der Stadt, bis wir jetzt in der großen Stadt angekommen wären, wären wir schon komplett totgefroren, weil es halt echt kalt ist. Ja, deshalb, wenn wieder gutes Wetter ist, schreibt in die Kommentare, was wir tun sollen und wir machen es dann. Alter, was geht hier denn ab? Junge. Müllwagen waschen. Guckt euch das hier mal an. Amogus. Sieht halt echt. Sieht halt echt dezent scheiße aus. Alles ist so. Lass mal eine Unterbodenwäsche machen. Leute, es gibt jetzt Tutorial, wie man sein Bike wäscht. Also ihr nehmt erstmal diesen Chip. Dann nehmt ihr den Aal raus. Dann drückt ihr auf Intensiv. Und dann macht ihr einfach sauber. Dein ganzes Kopf hat vibriert. Guck mal, wir haben Fans. Haben wir? Ah, war, ey. Mein Reifen ist noch dreckig, den müssen wir noch sauber machen. Wir machen jetzt klares Spülen. Weil das ist nächster Schritt. Kennst du das Bild von dem, das haben wir letztens gesehen, das Bild von dem Schwarzen, der mit einer Nerf. Ah, ich kann jetzt aber auch endlich mal die Vogelscheiße von meinem Bike entfernen. Ja Mann, endlich ist die Vogelscheiße von meinem Spiegel runter. Die Vogelscheiße, die seit 15 Videos gefühlt da. Ja, ziemlich klein, aber es muss in den Rucksack passen. Weißt du, was auch ziemlich klein ist? Grüße, blöd. Ja, aber ich würde es nicht sagen, dass man. Ist das ein normales Handtuch oder so ein Ultrasack-Handtuch? Ich weiß, was wir gleich machen. Wir fahren gleich da zum Skatepark hin und dann laufen wir über die Rampe. Boah. Bin nicht, ist cool. Da kommt erstmal straight up ein LKW hin. Ah. Alter, mein Kupplungshebel fühlt sich jetzt richtig komisch an, weil da Wachs drauf ist. Ja. Ich fahre natürlich auch die ganze Zeit durch die Scheiße hier durch, Mann. Die ganze Zeit durch diese hässlichen, abgefuckten Bodenwellen, Mann. Junge! Es wird nur noch schlimmer. Das ist das Schlechte. Ja, gleich. Kurz vor den Scheiß-Ski. Alter, ich finde das aber übrigens voll cool, dass wir in den Videos immer zusammen kooperieren. 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 Jetzt machst du mich nass! Oh, ey, ich bin gerade geslippt. Da passen wir aber nicht durch mit den Bikes. Nee, ich will ja auch nicht die Bikes da rein. Ich stell den Aal hier ab. Oh, und dann... ich würde eigentlich schon gerne reindüsen. Ich glaube, ich würde sogar. Nee, ich versuch's nicht. Ich will da hinten hin. Ui, bitte. Digga, hier krieg ich gerade richtig Flashbacks. Leute, da ist meine alte Schule. Meine nicht, weil die waren schlau genug für. Genau. Ja, und jetzt steppen wir hier einfach behindert in Motorradsachen. Aber das sieht ziemlich cool aus. Das sieht echt fucking cool aus. I don't think you have any idea how fast I really am. Jo!
Alter, übel viel Grip. Digga. Hey, das ist ja richtig geil, Mann. Hier mit einer Supermoto lang düsen, oder? Ich will nicht wissen, wie schnell Polizei kommt, wenn du hier einfach lang fährst. Ist aber ziemlich cool, not gonna lie. Das ist echt fresh. Weißt du, was richtig fucking witzig wäre, wenn die jetzt Schule hätten und wir jetzt hier lang steppen? So die Arbeitslosen-Spaß. Latscht dir einfach mit Motorradsachen lang. I'm fast as fuck, boy. Alter. Still fast as fuck, boy. Jetzt an der Stelle. Und jetzt einfach ausrutschen und richtig sich maulen. Alter, der hat mich fast gemault. Alter, das ist mein Körper nicht gewohnt, ohne Scheiß. Vor allem so ohne Vorwarnung. In Motorradsachen. Okay, Leute, ich hoffe, ich beende das Video an dieser... Also, nee, ich hoffe nicht, ich beende das Video an der Stelle. Ich hoffe aber, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt Lunzi auf Instagram. Er zeigt da manchmal Fußbilder. Aber ohne Stiefel meist. So, mit diesen Worten, haut rein und...